Hallihallo meine Lieben und willkommen zum Update für den April. Ja, es ist wieder einiges dazugekommen. Also ich bin von Türmen, von Mangas umgeben und anderem Zeug noch. Und ja, deswegen fangen wir auch gleich mal an. Und zwar mit den Neuheiten halt und dem restlichen. Ich würde sagen mit Kasee, da habe ich am wenigsten, wie eigentlich immer. Und ja, da hätten wir dann Heimliche Blicke, Band 13, der Abschlussband. Ja, ich habe ja auch schon gelesen, Update gedreht und auch schon zu einigen Sachen was gesagt. Und ja, das Ende war eigentlich so, wie ich es mir gedacht habe. Für mich war der 12. Band eigentlich schon so ein Ende. Also im 12. Band wurde für mich schon so die Hauptstory eigentlich abgeschlossen. Und im 13. Band war es dann, ja, die Hälfte des Mangas so ein Hin und Her und einfach nur noch so ein Abschluss. Also ja, es ist noch ein bisschen was passiert, aber im Grunde genommen war die Hälfte des Bandes relativ, ja, ich will jetzt nicht sagen nutzlos, aber es ist halt nicht mehr so viel passiert. Und ja, das Ende war dann eigentlich auch so, wie ich es mir gedacht habe. Und ja, also ich finde, insgesamt war die Reihe eigentlich sehr gut, aber gegen Ende hin wurde sie ein bisschen eintönig, könnte man sagen, oder ein bisschen, dachte ich mir nur so, was geht mit diesen Charakteren ab, aber also es ist jetzt nicht unbedingt eine Reihe, die ich irgendwie schlecht fand oder so. Ich mochte die Reihe ganz gerne. Aber es kommt ja von dem Mangaka Knochenwerk raus. Werde ich mir allerdings nicht holen, weil das hat mir jetzt so gereicht. Und ja. So, dann kam raus der 3. Band von Übelblatt. Und da habe ich auch gemerkt, irgendwie ist der bei mir so ein bisschen kaputt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Irgendwie, warum, naja, egal. Und ja, dann zeige ich erstmal die Farbseite. Ja, das Licht ist ein bisschen doof, aber ich hoffe, man sieht's. Ja, den Band fand ich wieder sehr spannend. Ehrlich gesagt ist er auch schon ein bisschen länger her. Ich kann mich nicht mehr so 100% erinnern. Ich habe ja im Gelesen-Update auch schon einiges gesagt. Ich kann ja ein bisschen reinblättern. Und ja, also ich mag diese Reihe einfach total gern. Das ist immer so episch und ja. Jetzt wurde wieder ein bisschen was aufgedeckt zu einigen Personen, die nicht ganz so waren, wie sie schienen. Und ja, ich mag die Reihe sehr gerne und freue mich auf jeden neuen Band. Ja, so, das war's auch schon von Kasee. Ja, war nicht sehr viel. Dann kommt Egmont, das auch nicht unbedingt besser besetzt ist. Also von den Neuheiten habe ich auch nur zwei. Und zwar zu einem Number 6 Band 4. Ja, da geht's jetzt auch sehr spannend weiter. Jetzt kommt ja noch Safu mit ins Spiel und ja, hier drin, ich glaube es war in diesem Band, doch ja, war eine sehr schöne Szene, die mir als Boys Love-Fan ganz gut gefallen hat. Ja, mehr sage ich dazu einfach mal nicht. Und ja, ich mochte den Band auch sehr gerne und im nächsten Band gibt es ja dann diese, wie nennen die das, Säuberungsaktion oder so. Da bin ich schon sehr gespannt, was dann da noch so passiert und was jetzt mit Safu ist und so. Auch wenn ich sagen muss, dass ich sie nicht besonders mag, aber naja. Und ja, der hat mir auch wieder sehr gut gefallen. So, dann kam raus von Sankaria der 7. Band. Der war auch sehr spannend. Sie sind ja jetzt zu diesem Zoma-Institut gefahren und ich fand, es war keine gute Idee. Ich wusste, es war keine gute Idee, aber ja, das Ende war wirklich ein totaler Cliffhanger, fand ich. Also, man weiß jetzt nicht, was genau mit Rea da ist. Also, ich sag jetzt nichts Genaues wegen Spoilern so, aber ja, was genau jetzt das auf sich hatte, was da so auf den letzten Seiten passiert ist und auch das mit Furuya, wobei ich nicht glaube, dass da was Ernsthaftes, könnte man sagen, passiert ist, weil ja, er ist ja der Hauptprotagonist. Und ja, also ich bin wirklich sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ich mag den Manga sehr, sehr gerne. Und ja, so, dann hatte ich mir bei Egmont noch einen Gebrauchten gekauft. Ich war mal wieder in Frankfurt bei diesem netten Laden, wo man die Mangas billiger bekommt. Aber da sind sie auch ein klein bisschen teurer geworden. Also früher hat man sie für 2,50 bekommen, jetzt 3,50. Aber es ist immer noch die Hälfte daher. Naja, und zwar habe ich mir da geholt Katekyo, der 2. Private Teacher. Ja, den ersten habe ich nicht, aber da es halt den 2. gab und ich die Reihe eh schon mal anfangen wollte, habe ich den einfach mal mitgenommen. Und ja, ich fand das Artwork immer so ein bisschen, ich weiß nicht, die Gesichter kamen mir so ein bisschen langgezogen vor, aber
So allgemein geht's eigentlich. Daher, also an sich finde ich das Artwork natürlich sehr schön, nur mit den Gesichtern war ich etwas verwirrt. Naja, und ich hoffe, dass ich mir den ersten und dritten und vierten, ist ja in vier Bänden abgeschlossen, dann bald holen kann. Weil ja auch Koitomo rauskam letzten Monat, glaube ich. Was ja so ein Spin-off dazu ist und den will ich mir auch gerne holen. Und ja, so, das war's dann auch schon von Egmont. Ja, also Kasee und Egmont sind immer sehr wenig bei mir. Dafür aber bei Tokyo Pop und Carlsen umso mehr. Ja, machen wir weiter mit Tokyo Pop, der zweitgrößte Stapel. Ja, erstmal die Neuheiten. Und zwar kam da raus 1001 Nights, der vierte. Ja, die Reihe, ich weiß nicht, das ist so eine Sache für sich, würde ich mal sagen. Ja, erstmal hier die Farbseite, die ich ganz schick finde. Ja, diese Manga verwirrt mich mehr und mehr. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich blicke immer noch nicht 100% durch die Story durch und es passiert immer recht, ja, nicht unbedingt wenig. Ich weiß nicht, wie ich sagen kann, aber man, also ich zumindest, verstehe die Story nicht unbedingt. Und ich finde, vom Zeichenstil her, den hier eigentlich sehr schön, aber es sind immer so leere Panels, wie soll ich sagen. Also man sieht die Person immer nicht so gut. Und dann sind da immer so, ja, so Nahaufnahmen, sag ich einfach mal. Und ich verstehe dann hier zum Beispiel. Auf dieser Seite sieht man, also ich finde, es ist immer schwer zu erkennen, was genau da jetzt passiert. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Zeichnerin irgendwie faul ist, aber es kommt mir so ein bisschen so vor, als ob sie immer versucht, die Leute so zu zeichnen, dass sie nicht unbedingt alles zeichnen muss. Also, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber ich finde es halt manchmal. Aber zum Beispiel hier, die Zeichnung ist wunderschön, aber und hier sieht man dann wieder kaum was. Naja, also bei dem Manga ist das bei mir so ein Hin und Her. Ich finde die Story eigentlich total gut und ich mag die Charaktere sehr gerne. Allerdings verwirrt die Story mich immer noch und ja, ich bin immer so zwischen sehr gut und dann wieder so, naja, und ich weiß nicht. Ich verfolge das einfach mal ein bisschen länger, wer weiß. Vielleicht wird es ja ab irgendeinem Punkt total mega episch. Ja, ich meine, sein Bruder ist immer noch nicht wieder aufgetaucht. Was ist jetzt mit dem? Und ja, naja, aber als Lieblingscharakter kann ich schon mal sagen, ist es auf jeden Fall. Kleiner Moment, ich suche den mal kurz, ohne eine Seite, die Spoiler zu suchen. Ja, er hier. Der Jin von ihm und ich mag ihn total gern. Es war doch ein Jin, oder? Ich glaube schon, ja. Ja, den mag ich auf jeden Fall sehr gern. So, dann kam mal wieder ein Band von Beelzebub raus, der 25. Ich muss gestehen, den habe ich noch nicht gelesen. Es ist ja jetzt bald abgeschlossen. Ich vergesse immer wieder, in wie vielen Bänden. Ich sag's fast jedes Mal und ich bin mir immer nicht sicher. Ich glaube 27. Aber keine Garantie, also ja. Deswegen warte ich da immer so ein bisschen. Aber dann lese ich ihn ja doch irgendwie, ich weiß nicht. Aber bisher kam ich einfach noch nicht dazu. Aber ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, was im letzten war. Und deswegen freue ich mich schon drauf, den dann zu lesen. Ich mag Beelzebub sehr gerne. Und das Cover ist wirklich sehr schick. Ja, dann einer von letztem Monat eigentlich noch. Oder nein, es war gar nicht vom letzten Monat. Ich hatte nur vergessen, als er neu rauskam, mir den zu holen. Und habe ihn dann mit den Carlsen-Neuheiten geholt. Und zwar Letter B Band 18. Ja, ich habe es ja geschafft, Letter B mal so auf den aktuellen Stand endlich zu bringen und konnte mir dann die Neuheit jetzt kaufen und erstmal dieses Artwork, Alter. Dieses Cover ist so schön und dann kommt noch diese Ausklappfarbseite, die ich auch so unglaublich schön finde. Ich liebe dieses Artwork einfach nur. Ich glaube, es gibt ein Artbook, das muss ich mir holen. Es ist so schön und hier sieht man dann immer noch die Skizze, was ich auch sehr toll finde. Also von der Aufmachung her schon mal, ja. Ich habe ihn noch nicht gelesen, weil halt, ich habe ihn erst gestern oder so gekauft. Wann war ich in der Stadt? Ich glaube, es war wirklich gestern. Daher kam ich noch nicht dazu. Aber die letzten Bände waren auch schon wieder toll. Ich bin bei der Story auch immer noch so ein bisschen verwirrt. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass ich manchmal die Storys einfach nicht checke. Also es ist nicht so, dass ich sie nicht verstehe, aber mir ist noch so ein paar Sachen so unklar, worauf das hinauslaufen soll. Sagen wir es mal so. Dieses ganze Land da ist ja sehr mysteriös, aber den Hauptteil habe ich verstanden, also keine Sorge. Ja, und deswegen freue ich mich schon weiterzulesen, weil es hat auch sehr spannend geendet und der ist richtig schön dick, der Band wieder. Ja.
So, ja, dann noch eine Neuheit, auf die ich mich unglaublich gefreut habe. Oh mein Gott, ich habe mich so sehr darauf gefreut und ich wurde nicht enttäuscht. Und zwar Ten Count von Rihito Takarai. Oh Gott, ich liebe ihre Sachen einfach nur. Der Zeichenstil und ich finde dieses Thema dieses Mangas einfach toll. Also es geht ja um ihn hier, der Mysophobie hat, also jegliche Angst vor Bakterien, Keime, was auch immer. Er traut sich nicht mal ohne Handschuhe aus dem Haus oder irgendwas anzufassen. Und ja, finde ich sehr interessant, dass das mal Thema eines Mangas ist und dann noch in Verbindung mit Boys Love, auch wenn der erste Band jetzt noch nicht so da viel davon gezeigt hat, weil erstmal die Story so langsam aufgebaut wird. Was ich aber eigentlich auch ganz entspannend finde, könnte man sagen. Und ja, das Artwork ist natürlich super, wie man es von Rihito Takarai kennt. Mit dieser wunderschönen Farbseite hier. Hier ist noch eine und ja, also ich finde die Story einfach super. Ich habe ja auch schon auf Instagram ein Bild gepostet mit dem Klappentext und so. Ich dachte, das mache ich mal so als quasi Kurzreview oder so, weil ich jetzt ja Instagram habe und es fand ich ganz praktisch, das mal kurz da zu posten. Ja, also der Manga hat mir so gut gefallen. Also eigentlich ist ja nicht mal so mega viel passiert, aber ich fand es einfach total toll erzählt und ich freue mich so sehr, wenn dann der zweite rauskommt. Ich mag ihre Sachen einfach total gerne und ja, ja, da wir schon von ihr sprechen, habe ich hier noch ein paar weitere Sachen und zwar 7 Days Band 1 und 2, ja, so, mal die Kamera ein bisschen bewegen, so. Ich glaube, sieht man das nicht so gut. Ja, also 7 Days wollte ich mir schon länger mal holen und jetzt wurde ja angekündigt, dass eine Perfect Edition rauskommt, was ich eigentlich nicht so gut fand, weil ich mir dachte, dann bekommt man die normalen Bände bestimmt nicht mehr und ich will keine 14 € für ein Band ausgeben. Ich brauche das nicht Hardcover, deswegen, ja, ich habe auch extra bei Tokyopop nochmal nachgefragt, weil man den ersten Band nicht mehr bestellen konnte, ob der irgendwann nochmal nachgedruckt wird und sie meinten, wahrscheinlich erstmal nicht, was für mich so viel bedeutet wie nein, er wird nicht mehr nachgedruckt. Daher habe ich mich beeilt, da ranzukommen und habe die ja getauscht. Ihr habt ja das Tauschvideo gesehen. Und ja, den hier habe ich allerdings doppelt, weil ich den vorher schon mal gekauft hatte. Ich hatte den bestellt zusammen mit dem ersten, aber der erste war dann weg. Und dann habe ich halt nur den zweiten bekommen. Und ja, dann dachte ich mir, jetzt ist jetzt egal, wenn ich den jetzt doppelt habe. Hauptsache, ich habe ihn. Und also, falls jemand Interesse an dem hat, den habe ich nochmal, kann ich tauschen. Es kommt auch bald nochmal ein Tauschvideo, wenn noch ein paar mehr Sachen da sind. Ja, oder also es kommt auf jeden Fall irgendwann noch ein Tauschvideo, weil ich glaube, da kommt noch einiges. Ja. Und ich kann nochmal die Farbseiten dann zeigen. Ich hatte den schon mal im Internet gelesen vor einiger Zeit. Aber ich habe ihn dann nochmal gelesen. Ich hatte es auch nicht mehr so gut im Kopf und er hat mir wieder super gut gefallen. Es ist wirklich nur eine sehr leichte Shonen-Ei-Geschichte, aber ich finde sie so schön erzählt und ah, ich liebe ihren Zeichenstil. Das ist einfach toll. Ja, und noch nicht genug. Ich habe noch mehr von ihr. Ja, und zwar Only the Flower Knows Band 2 und 3. An den ersten komme ich leider Gottes nicht ran. Ich habe schon auf eBay gesucht und sonst wo, aber im Moment passiert da irgendwie nichts. Ich hoffe, dass ich es bald noch schaffe, den zu bekommen, weil die Reihe habe ich zwar auch schon mal gelesen, aber ich finde die super toll und ich will die endlich haben. Und ja, vielleicht wird es ja auch bald irgendwann mal nachgedruckt, wer weiß. ja, hier noch die Farbseiten. Und ja, ich habe ja auch noch den Einzelband dazu, Capital Flowers und ja, eine super tolle Reihe. So, dann haben wir hier noch ein paar Sachen von Hinako Takanaga. Zum einen Punkt der Umkehr, den hatte ich glaube, es war über Medimobs, ja, bestellt. Es gab ein Unpacking. Ja, den fand ich ziemlich gut. Also ich fand, der war wirklich einer ihrer besseren Einzelbände, wenn man so sagen kann. Ich finde ja eigentlich alles von ihr gut. Aber der hat mir nochmal besser gefallen als andere Sachen, sage ich einfach mal. Ja, ich mochte die Charaktere sehr gerne und es war halt wieder mal eine schöne Geschichte von ihr. Und ja. So, dann habe ich noch zwei Sachen von ihr auch vorher erst von diesem Video hier ein Tausch, nicht Tausch, eBay Unpacking. Und zwar gezielte Verführung und gezieltes Verlangen. Ja, den habe ich auch doppelt. Ja, wie gesagt, da einige Sachen irgendwie jetzt doppelt. Ja, also wer den tauschen will, steht zum Tausch, weil ich dachte, ich hätte den zweiten und habe dann den ersten gekauft. Also ich habe Band 3 habe ich davon noch, aber der zweite fehlt mir halt jetzt. Und
Ja, also den habe ich noch nicht gelesen, weil ich den ja eben erst bekommen habe, daher ja. Aber, ach so, ist ja keine Farbseite drin. Aber ich hatte den eh schon mal im Internet auch gelesen, daher. Aber ich kann mich echt null erinnern, was da drin passiert ist, wirklich. Es ist lange her. Deswegen werde ich den bald wieder lesen, freue mich schon drauf. Und den lese ich erst, wenn ich alle drei habe, weil es bringt ja nichts, dann da so eine Lücke, dann ist das ja doof. Aber da kann ich mich noch relativ gut erinnern. Und ja, ich mag auch diese gezieltes Reihen von ihr, sag ich mal. Ich habe ja auch gezielte Verwirrung. Und ja, jetzt fehlt mir nur noch von dem hier der zweite Band. Und dann, glaube ich, habe ich wirklich alles, was von ihr in Deutschland erschienen ist, was ich sehr toll finde, weil sie auf dem Bereich, im Bereich Boys Love so meine Lieblingsautorin ist, könnte man sagen. So, immer mal wieder auf die Uhr gucken, weil ich kann nur 20 Minuten aufnehmen, danach ist mein Speicher wieder voll. Naja, so, dann noch mehr Boys Love. Also, ja, gibt noch ein bisschen Boys Love. Und zwar habe ich endlich mal weitergekauft. Backstage Band 2 und 3. Verkehrt rum, aber egal eigentlich. Naja, so, ja, Band 2 und 3 ist ja die Light Novel zu Love Stage. Und ja, ich dachte, ich kaufe endlich mal weiter. Das ist auch aus Frankfurt, wie man hier sieht, gebraucht. Und da sind auch immer tolle Farbseiten drin. Und auf der Rückseite gibt es immer noch so eine Comic-Side, wo dann noch ein bisschen Manga ist. Und ich habe gehört, es soll auch ein Manga dazu rauskommen, also zu Backstage, was ich sehr toll finde. Ich hoffe mal, der kommt hierher oder so. Ich weiß nicht, ich habe da nur irgend sowas munkeln gehört. Naja, und ja, hat mir sehr gut gefallen, Text und so, aber ich lese ja auch so gerne Bücher und ja, also ich mag das Pairing ja eh sehr gerne, deswegen. So, ja, dann noch ein bisschen was von Shiyuko Kano. Ich stelle es einfach mal zusammen hin. Und zwar Punch Up plus Yaesu Brothers, dieser Zusatzband zu Punch Up. Ja, der war ganz nett. Da war halt einfach noch eine Fortsetzung von Punch-Up eigentlich drin. Das war sehr dünn. Und dann noch so Kurzgeschichten zu diesen Yaesu Brothers. Also, ja, war jetzt nicht so wesentlich viel, aber ich fand es ganz nett. Ich habe es ja eh günstiger bekommen. Also, ja, da soll ich auch vielleicht nicht reinblättern, fällt mir gerade ein. Ja, und dann noch die Serie Playboy Blues, das ist jetzt der zweite Band. Ja, es war halt billig, deswegen habe ich halt den zweiten erstmal mitgenommen. Das ist ja die Vorgeschichte von Punch Up, auch wenn es danach rauskam, zu diesen anderen Personen, die da noch sind. Und ja, wollte ich eh anfangen und dann habe ich jetzt schon mal den. Ja, okay, die Farbseite kann man noch zeigen, ja. Und ja, kann ich dann natürlich auch noch nicht lesen, den zweiten Band. Und so, dann habe ich noch ein paar Sachen und zum einen Switch Girl Band 25. Es ist der Abschlussband. Ich habe noch nicht so viele Bände, aber ja, den hatte ich halt auch günstig gesehen und habe den mal mitgenommen, damit ich, ja, weil es halt günstig war, ne? Also deswegen blätter ich da auch nicht rein, weil Abschlussband und so und ja. Aber ich komme mit der Reihe voran. Das wird noch was. Ich habe vor, die vielleicht bis zum Ende des Jahres oder so mal fertig zu bekommen. Ja, dann hatte ich noch getauscht. Kurenai Band 1. Ja, ich habe den noch nicht gelesen, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie noch keine Lust, den zu lesen. Ich sag's ja, es ist einfach so passiert, ja. So, hat aber wunderschöne Farbseiten. Also eine Farbseite, so eine Ausklappfarbseite. Und ja, ich habe halt schon sehr viel Gutes von der Reihe gehört und das Artwork ist sehr schön und hat mich schon länger interessiert und dann habe ich es halt getauscht und ja, ich werde den auch sehr bald mal lesen, weil ich unbedingt wissen will, wie der so ist. Ja, so, hier mache ich dann einen kleinen Cut.